Hallo, willkommen zu diesem Video. Ich werde euch ein paar Anwendungen oder einen Ausschnitt aus möglichen Anwendungen von der Software, wie soll ich sagen, Softwarepalette GPG oder GPG, wie man auch immer dazu sagen mag, geben. Im Prinzip verwendet das PGP, also Pretty Good Privacy. Das G steht einfach nur dafür, dass es eben diese lizenzfreie Version ist und die ganzen Programme halt editiert werden können, beziehungsweise halt Open Source und soweit ich weiß. Gut, im Prinzip wollte ich jetzt mal ein paar Anwendungsbeispiele herzeigen. Und zwar, wir sind hier auch auf, das kann ich ja ganz kurz dazu sagen, aufgrund eigentlich eines praktischen Anwendungsfalls auf den Gedanken gekommen, naja gut, was ist eigentlich, wenn ich eine Nachricht habe, die ich verschlüsseln möchte, damit es nicht jeder dahergelaufene lesen kann. Aber ich möchte, dass es ein bestimmter Personenkreis, sowas wie 5 bis vielleicht 10 Leute, lesen können. Also quasi so verschlüsselt sein, aber jeder von den 10 soll die Nachricht lesen können. Sagt natürlich aus, dass auch alle die gleiche Nachricht bekommen. Wenn ich wollen würde, dass 2 Personen diese Nachricht bekommen und 2 Personen eine andere, dann würde das eh in dieser Form nicht gehen, also man müsste halt dann dennoch 2 Nachrichten machen. Aber wenn alle die gleiche Nachricht bekommen sollen, dann können wir das wie folgt machen. Also ich habe mir hier mal die aktuelle Software runtergeladen. Das ist hier GPG for Win 2.2.1 und GPG for USB 0.3.2.1 werden wir dann noch brauchen. Im Prinzip, das Ganze kann ich eigentlich mal entpacken. Hier sieht man schon, hier könnte man das auch noch einmal dann verschlüsseln, einfach direkt über den Explorer. Ich werde hier extrahieren gehen. Was wollte ich gerade sagen? Genau, das Ganze gibt es natürlich auch für Linux sowieso und für Mac, soweit ich weiß auch. Also hier irgendwie zu sagen, naja, ich habe das Betriebssystem so und so, bei mir funktioniert das nicht. Diese, naja, sagen wir mal, Ausrede gibt es eigentlich nicht. Das funktioniert mittlerweile eigentlich überall. Ich werde das Ganze jetzt hier nämlich nicht mehrfach anlegen für den nachfolgenden Beispiel. Ich glaube, 3 sollten uns reichen. Es geht einfach nur darum, dass es mehr als 2 sind. Weiß ich nicht, wie nennt man den ersten Kandidaten? Tom. Und weiß ich nicht, da gehen wir halt. Damit das Ganze ein bisschen unisex ist, nehmen wir halt Sabi. Keine Ahnung. Passt. Jetzt haben wir das. Da kommt dann das eine rein, da können wir ja fast Pöli hinschreiben. Eigentlich wurscht. Geht nur darum, dass es dann 3 verschiedene Ordner sind. Es ist eben, wie gesagt, nur jetzt, im Prinzip ist alles, natürlich, wenn es nur bei sich, also es schaut jetzt vielleicht komplizierter aus, dadurch, dass ich das jetzt für mehrere Personen gleich durchspiele. Aber wir werden das gleich haben. So, also mit Cleopatra, das ist das Programm zum Zertifikat, also ich sage halt Zertifikat, im Prinzip sind es halt diese Schlüssel oder Schlüsselpaare. Cleopatra verwaltet die Zertifikate und zeigt eben an, ob das eigene Zertifikate sind, dann sind sie fett, das würde dann auch bei meinen Zertifikaten drin sein. Oder wenn es öffentliche Schlüssel von wem anderen sind, dann sind sie eben nicht fett. Gut, hier kann man dann ein Zertifikat importieren, wenn man es eben zum Beispiel eins von einem Freund geschickt bekommt oder so. Und kann man sich natürlich auch neue anlegen. Man kann dann das Zertifikat auch auf den Zertifikatserver raufladen. Das würde dann Zertifikate zu einem Server exportieren gehen. Aber man muss sich halt, also es gibt dann schon noch ein Löschzertifikat, damit man das wieder runterlöschen kann. Allerdings ist das dennoch, wenn man zum Beispiel dieses Löschzertifikat nicht mehr hat, ist es für immer oben, soweit ich weiß. Also es gibt da keine Möglichkeit, das zu löschen. Eine Möglichkeit wäre, ein gültig Bis-Datum zu setzen. Dann wäre es zum Beispiel nur noch ein Jahr gültig oder ich wäre vielleicht die Zertifikate jetzt nur 3 Tage gültig machen, nur damit ich eben dann später weiß, dass das nur Testzertifikate waren. Gut, aber fangen wir gleich mal an. Ein neues Zertifikat. Wir wollen ein OpenPGP-Zertifikat erstellen. Da haben wir jetzt gesagt, kommt Pöli rein. Das ist benötigt. Dann nehmen wir halt irgendwas. Das würde eigentlich nur darum gehen, dass die E-Mail, also wenn quasi jemand das Zertifikat bekommt, dann hätte er auch gleich die E-Mail-Adresse von dem Benutzer, was eigentlich ganz praktisch ist. Ich schaue jetzt mal hier weiter. Hier könnte man gültig bis setzen. 13, 10, 30.
Das wäre dann eigentlich, naja, dann immer 31. So, verschlüsseln, signieren, dann kann ich das alles machen. Hier könnte man das wirklich noch stärker stellen, sozusagen, aber ich lasse das mal so weiter. So, jetzt beginnt er hier den Schlüssel zu erzeugen. Jetzt kann man hier, muss man eine, genau, muss man die Passphrase noch eingeben. Passphrase oder wie man das dann auch nennen soll. Jedenfalls nehme ich mal hier der Einfachkeit halber, was war das jetzt, Pyli. Dann nehme ich halt einmal, damit ich mir leichter das merke, das Ganze noch einmal als. Und hier kann man dann noch irgendwas reintippen, damit das möglichst zufällige, was Zufallszahlen sind, damit das eben den Vorgang unterstützt, dieses Zertifikat zu generieren. Im Prinzip ist das eigentlich wurscht, also nein, da im Hintergrund muss man eigentlich, das ist ein bisschen trickreich, dass man da zuerst dieses Fenster hervorholen muss. Er sagt mir eben, dass es zu unsicher ist, aber ich möchte es jetzt trotzdem benutzen. Offensichtlich unsichere Passwörter. Trotzdem benutzen. Und noch einmal eingeben. Poeli. Ich hoffe, ich habe nicht verschrieben. So, jetzt hat er das auch schon generiert. Und Sicherheitskopie, Schlüsselpaus erstellen. Zertifikat per E-Mail. Zertifikat. Das könnte man eben jetzt machen. Gut. Fertigstellen. So, jetzt wäre ich aber, damit der Einfachkeit halber, dass in dieser Kleopatra gleich mir noch zwei andere anlegen. Das eine war, glaube ich, Sabi. Sabi at gestellt, fertigstellen. Glaube, das war Tom. Tom, das ist schon wieder zu kurz. Tom 1, geht auch nicht. Tom 11. Puh, ja, hätte ich das gewusst. So, Tom so, das wieder auf 13:31. Okay, weiter. Ja, ah, okay, passt. Gut, fertigstellen. So, im Prinzip, jetzt hat man mal diese Schlüsselpaare und eigentlich braucht man Cleopatra ab jetzt nicht mehr. Die könnte man jetzt eigentlich wegschicken. Allerdings geht es jetzt noch darum, das Ganze zu exportieren. Jeder soll sein eigene, also jeder soll natürlich sein eigenes Schlüsselpaar haben und aber das, die Schlüssel, die öffentlichen Schlüssel der Freunde. Sprich, wir werden jetzt einfach mal der Einfachkeit halber. Man kann jetzt hier Zertifikat exportieren, wäre das, was die Freunde von euch bekommen. Also das können wir eigentlich gleich mal machen. Das war jetzt Poeli, weiß ich nicht, OF für öffentlich einmal. Das speichere ich hier drinnen. Das ist öffentlich. Das heißt, das bekommt Sabi. Und Tom. Und jetzt gehen wir Pyli geheimen Schlüssel exportieren. Also das wäre dann das Zertifikat, das eben auch den privaten Schlüssel enthält. Das werden wir ebenfalls hier am Desktop, hier beim Tom, beim Exportieren alleine muss man nicht den Privat, also muss man nicht die Passphrase eingeben. Was aber eigentlich wurscht ist, weil man sowieso, sie sowieso immer beim Verwenden eingehen möchte. Gut, machen wir da schnell weiter. Das Ganze jetzt für die Sabi. So, wenn ich mich nicht vertan habe, dann hat jetzt jeder in seinem Ordner die GPG-Datei. Das ist also das Schlüsselpaar sozusagen, also mit dem privaten Schlüssel und das sind die zwei öffentlichen, Sabi und Tom. Dann bei der Sabi haben wir logischerweise das als Sabi und die anderen beiden. Und beim Tom haben wir auch den Tom und die anderen beiden. Sehr gut. Gut, und ab jetzt brauchen wir eigentlich nur, ich mache das gleich mal zu, damit wir uns da nicht mehr verwirren. Ab jetzt brauchen wir eigentlich nur noch die GPG for USB-Anwendung. Es könnte allerdings genauso gut GPG for O sein. Das wäre dann im Outlook ein Add-in im Outlook gleich, das E-Mails verschlüsseln kann und signieren und so weiter. Gut, wir schauen jetzt einfach mal, wie das hier weitergeht. GPG for USB, Start Windows. Das möchte ich sowieso ausführen. Gut, Systemsprache. Ich möchte ein. Nein, ich möchte einen Schlüssel importieren. Nein, ich möchte einen Schlüssel abbrechen. Ich möchte eigentlich aus der Datei importieren. Importierschlüssel, Datei. Also, er könnte es, glaube ich, gleich aus Cleopatra übernehmen, die da unten übrigens weiterläuft. Aber man kann es auch hier, wie ich jetzt das jetzt zeigen werde, aus einer Datei übernehmen. Ah ja, das war ja hier. So, also zuerst holen wir uns einmal den Pöli. Okay, über die Schlüsselverwaltung funktioniert das also. Gut, hier sieht man also,
Es wird ein privater und ein öffentlicher Schlüssel importiert, also mein öffentlicher und mein privater in dem Fall. Darum habe ich hier auch dieses Icon schon dabei. Jetzt werde ich hier noch die anderen beiden importieren. Die kann man, glaube ich, jetzt gleichzeitig importieren, vielleicht sogar. Oder auch nicht. Wurscht, das geht hier relativ schnell. So. Passt. Also, jetzt habe ich in dieser GPG4-USB-Anwendung diese drinnen. Mich und sozusagen die anderen zwei. Jetzt machen wir das Ganze für die anderen beiden auch noch schnell. Also, ich kann gleich in der Zwischenzeit sagen, es klingt alles dann so ein wenig kompliziert, so, warum funktioniert das eigentlich, dass es für alle gleichzeitig verschlüsselt wird und damit alle das auf einmal lesen können und so weiter. Ich habe mir dann, als ich mich schon vor einigen Monaten damit beschäftigt habe, leichter getan, dass ich einfach angenommen habe, okay, es funktioniert so, es funktioniert mit diesen Hackerl und mit diesen Klicks und so weiter, das passt alles und habe dann gar nicht so weit darüber nachgedacht, wieso es eigentlich funktioniert. Kann man jetzt sagen, na gut, sicherheitstechnisch wäre es natürlich schon gut, wenn man weiß, wie es funktioniert. Aber demnach ich das zumindest in den ersten Schritten einmal jetzt einfach nur anwenden will und halt den Nutzen verstehen will, ist es hier relativ einfach für mich, dass ich das eben alles mal so vorstelle, mir, dass das einfach funktioniert und dann die genauen Sachen kann man sich sowieso noch nachlesen oder selbst recherchieren, wie auch immer. Gut, also ich habe jetzt eben hier diese drei Instanzen sozusagen. Deswegen drei, damit ich die Schlüssel nicht, sonst hätte ich ja alle privaten Schlüssel schon in einer GPG4-USB-Anwendung drinnen. Gut, also angenommen, fangen wir mal bei der Savi an. Angenommen, die Savi möchte jetzt einen Text schreiben. Ich möchte das eigentlich nicht mehr anzeigen. So, ich sage jetzt, genau, hallo Poeli. Muss man, glaube ich, gar nicht markieren. So, jetzt habe ich die Möglichkeiten, es zu verschlüsseln, es zu signieren, zu verifizieren. Signieren wäre also zum Beispiel, dass dann der Pöli herausfinden kann, dass das wirklich die Sabi geschrieben hat. Und nicht vielleicht der Tom in ihrem Namen oder nicht vielleicht am Zwischenweg jemand verändert hätte die Nachricht. Gut, im Prinzip gehen wir dann hier einfach her und sagen, okay, ich möchte das jetzt verschlüsseln für Sabi, damit sie es auch wieder selber öffnen kann. Und ich möchte, dass es der Pöli lesen kann. Also nehme ich hier seinen öffentlichen Schlüssel, verschlüsseln. Ja, und schon kommt das hier raus. Jetzt kann man das, glaube ich, sogar gleich als Datei abspeichern. Wie auch immer, speichern unter. Das gehen wir jetzt gleich da rein. Das war jetzt bestimmt für den Pöli. Anpöli. So. Gut, machen wir das zu. Sie hat das E-Mail weggeschickt. Und der Pöli öffnet jetzt seine Anwendung. Und sagt, oh, da ist ein neues E-Mail, das möchte ich gleich öffnen. Dann geht er hier rein. Bekommt einmal das. Und dann weiß er, okay, das E-Mail kommt eigentlich von der Sabi. Oder nein, eigentlich das braucht er gar nicht wissen. Sondern er geht einfach her und sagt, okay, das E-Mail ist für mich. Ich nehme hier. Wobei, wenn ich eigentlich, es würde, man muss es jetzt, glaube ich, gar nicht anhackern. Man geht einfach auf Entschlüsseln. Jetzt kapiert er, dass es für Pöli ist und verlangt gleich die Passphrase von, oder halt das Passwort von Pöli. Tada! Und da steht Hallo Pöli. Jetzt könnte man eigentlich hergehen und das Ganze aufgrund dessen jetzt auch schon mal verwerfen. Signieren kann man, also nein, nicht signieren, sondern überprüfen. Kann es eigentlich dann nicht. Da müsste sie vorher auf Signiere noch klicken, glaube ich, damit das dann auch noch hinhaut. Weil genau, das bringt jetzt nichts. Gut, wie gesagt, also jetzt haben wir gesehen, wie das einmal für eine Person geht. Was aber, wenn der Pöli möchte, dass Sabi und Tom das lesen können? Also geht der Pöli her. Hallo Sabi, hallo Tom. Und geht jetzt einfach her, verschlüsselt das mit seinem, damit das nachher vielleicht nochmal öffnen kann. Mit der Sabi im Öffentlichen und mit dem Tom seinen Öffentlichen. Beziehungsweise machen wir jetzt noch einen kleinen Test. Jetzt speichere ich das mal so ab. Verschlüsseln. Datei speichern unter. Das war jetzt nur hier an Sabi.
Und jetzt machen wir das Ganze auch noch antrommeln. Nein, warte, Moment. Vorher einschlüsseln. So. Und jetzt machen wir das Ganze auch noch für Tom. Verschlüsseln. Man sieht, das Ganze ist jetzt doch schon ein bisschen länger geworden. Zwar nicht viel, aber ein bisschen. Man kann das ja dann noch an Sabi Tom. Ups. So. Gut, der Pöli hat den Text geschrieben, das E-Mail an die beiden abgeschickt und schließt das Ganze jetzt. Jetzt können wir hier nochmal ganz kurz im Editor schauen, ob das wirklich, wie groß der Unterschied wirklich ist. Naja, ein bisschen, hier sind es 18 Zeilen, hier sind es 24, also es ist jetzt nicht so viel Unterschied, aber wir werden gleich weiterschauen. So, jetzt machen wir das Ganze zu. Gut, jetzt geht die Sabe her und sagt, oh, ich habe ein neues E-Mail bekommen. Und sie geht hier auf Öffnen. Oder jetzt in diesem Anwendungsfall. Normalerweise steht das einfach dann im E-Mail drinnen und das, dann nehmen wir dieses hier. Gut, und jetzt weiß sie ja das, oder eigentlich, sie braucht hier nur eigentlich auf Entschlüsseln klicken, muss ihr Passwort eingeben. Und liest, hallo Sabi, hallo Tom. Und ja, jetzt schauen wir gleich, ob der Tom die gleiche Nachricht bekommt. Jetzt gehen wir beim Tom ran. Er öffnet ebenfalls sein E-Mail, das an die beiden geschickt wurde. Einfach auf Entschlüsseln. Und er hat genau die gleiche Nachricht. Somit ist also bewiesen, oder eigentlich sagen wir mal dargestellt, dass man tatsächlich eine Nachricht auch an zwei Empfänger mit zwei verschiedenen öffentlichen Schlüsseln verschlüsseln kann. Und beide bekommen die gleiche Nachricht. Es gibt nur einen Textblock, also es ist nicht so, dass es jetzt hier irgendwie eine ewig lange Nachricht wäre oder irgendwie mehrere Message-Blöcke geben würde, sondern es gibt einen und jeder kann es öffnen. Und wahrscheinlich, ja, weiß nicht, kann man hier in der Schlüsselverwaltung noch Schlüssel anlegen? Zeige neuen Schlüssel. Das ist ja cool. Okay. Das habe ich jetzt angelegt. Wo ist es? Na gut, wie auch immer, das Zertifikat wurde jetzt scheinbar irgendwo abgespeichert. Und hier noch das Zwischenablage vielleicht. Na gut, kann man sich ja damit spielen. Jedenfalls, das funktioniert also folgendermaßen, wie ihr nun gesehen habt. Es ist eigentlich relativ einfach. Man kann hier auch gleich eben die Datei dann speichern. Man muss es nicht irgendwie raus und reinkopieren. Man könnte, wie gesagt, man kann hier dann noch mehr machen. Also es gibt ja auch dann die Möglichkeit eben, dass wenn ich hergehe und sage, okay, ich weiß, dass wenn ich, genau, wenn ich zum Beispiel jetzt dem Tom das Zertifikat von der Sabi schicken will und ich möchte aber, dass es nur er öffnen kann, dann könnte ich theoretisch ihr Zertifikat mit seinem öffentlichen verschlüsseln und er könnte es mit seinem privaten wieder entschlüsseln und wüsste, dass ja, so im Prinzip halt. Und dann kann man ja noch das Zertifikat, wie war denn das, das Zertifikat signieren, dass ich hergehe, das Zertifikat von der Sabi mit meinem privaten signiere, dann kann er. Das erhöht dann die Vertrauenswürdigkeit von den Zertifikaten. Wie gesagt, ich steige da momentan noch nicht oder noch nicht ganz durch. Im Prinzip, das war dieser Anwendungsfall. Eine Nachricht an mehrere Personen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mal einen Kommentar oder schreibt mir eine Nachricht, wie auch immer. Und sonst wünsche ich euch einfach viel Spaß beim Ausprobieren. Wie gesagt, es gibt mittlerweile einige Anwendungen und die werden auch hin und wieder aktualisiert. Also es ist nicht so, dass es irgendwie so dahin vegetiert, sondern es gibt auch ab und zu Updates dazu. Ein, zwei Programme kann man vielleicht auch kaufen. Und sonst gibt es auch mittlerweile, glaube ich, Firefox-Erweiterungen oder halt Browser-Erweiterungen. Also es kommt so, sagen wir mal, langsam in die Gänge, beziehungsweise die Leute verstehen halt, naja, meine Daten sind vielleicht nicht ganz so sicher, wenn sie einfach nur auf einem Mail-Server herumliegen, weil der Mail-Server könnte ja gehackt werden. Ich meine, man braucht jetzt gar nicht an irgendwelche Lauschangriffe denken, sondern einfach nur an irgendwelche Jugendliche, die halt vielleicht irgendwie einen Mail-Server hops nehmen und nachher dann plötzlich Kundendaten haben oder irgendwas jetzt im schlimmen Fall oder im Business-Fall gesprochen. Deswegen macht es vielleicht schon Sinn, hier sowas einzusetzen. Und ich glaube, dass Microsoft, wenn sie so Security News und so rausschicken,
dann tun sie das signieren mit ihrem öffentlichen Schlüssel. Also man hat dann irgendwie so am Ende von der Nachricht stehen, so halt Ende von signierter PGP-Nachricht. Und ich habe mir, glaube ich, mal den Spaß gemacht, das dann auch zu wobei ich jetzt auch nicht genau weiß, wie man an deren öffentlichen Schlüssel kommt, aber wie auch immer. Gut, das war jetzt genug und bis zum nächsten Mal.